Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Larabow 1, der Colonel's Big Quest. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben ja mittlerweile drei Tote. Gerte ist tot, ihre Tochter Gloria ist tot und der Dr. Wilbur C. Fields ist tot. Und es hat noch keinen aufgefallen, dass die nicht mehr da sind. Ich meine, die Leichen sind auch verscharrt worden, dass keiner drüber stolpert, von wem auch immer. Aber ja. Ich meine, ja gut, es ist erst ein Abend und seitdem die tot sind, wann hat's angefangen? 8 Uhr? 2, 3 Stunden? Sind vergangen? Weniger wahrscheinlich. Je nachdem, welchen Tod man zuerst nimmt. Von daher, und das Anwesen ist ja ziemlich groß, von daher ist es jetzt nicht so verwunderlich eigentlich, aber wundert tut's mich trotzdem ein bisschen. Naja, schauen wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Ich schau mal. Ah, und ich sehe auch schon, was als nächstes passiert. Ja, okay. Catridge House, also Kutschenhaus, müssen wir reingehen. Oder in den Rosengarten. Schauen wir erstmal hier rein. Das sehen wir ja schon. Ja, hier müssen wir nicht hin. Dann müssen wir zum Rosengarten. Ich glaube, der ist ja ganz im Norden. Ja, manchmal ist es ein bisschen blöd mit der Lösung. Da spoilert man sich doch selber manchmal ein bisschen. Aber ganz ehrlich gesagt, bei dem Spiel, du müsstest jedes Mal speichern, bevor man eine neue Location betrifft. Und dann immer wieder ausprobieren, wenn ich jetzt in die Location gehe, passiert dann was? Und wenn ja, dann das machen und so weiter, dann darfst du alles nochmal nachschauen. Und ja, das ist ein bisschen arg heftig. So. Das ist eine der Sachen, die mir in diesem Spiel jetzt nicht gefällt. Aber gut, was soll's. Das ist schrecklich. Der arme Ethel wurde auf den Kopf geschlagen und getötet. Etwas Schreckliches geht hier vor sich und du fühlst plötzlich eine kalte Angst, die sich bedrohlich in deinen Körper ausbreitet. Die wurde also mit dem Nudelholz erschlagen. Da haben wir es ja schon. Ja. Damit haben wir auch wieder den nächsten Toten. Ethel. Mit der hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet gehabt, dass die auch stirbt. Warum sollte jemand Ethel umbringen? Ich meine, klar. Sie wurden von vielen nicht besonders gern gemocht, aber dass man sie umbringt? Es sieht so aus, als wäre Ethel mit einem schweren, stumpfen Gegenstand tödlich auf den Kopf getroffen worden. Ja, ich denke, ich weiß auch, welcher Gegenstand das gewesen ist. So, mir ist vorher noch ein Wort eingefallen. Durchsuche Ethel, geht das? Ja, durchsuche für Search. Du durchsuchst ängstlich Ethels Leiche und stellst fest, dass sie tatsächlich mit einem furchtbaren Schlag auf den Kopf getötet wurde. Das ist ja dasselbe wie das Search. Ja. Genau. Und wenn wir rausgehen, reingehen, auf einmal ist sie wieder weg. Richtig? Nein. Oh. Die bleibt jetzt hier liegen. Ha. Huh. Das finde ich irgendwie schon seltsam. Andererseits... Ja, jetzt ist sie weg. Da haben sie mal nachgedacht, weil es ist der einzige Zugang hier und wenn es jetzt weg gewesen wäre, wo hätte derjenige hinkommen sollen? Das wäre ja nicht gegangen eigentlich. Nun gut, machen wir mal weiter. Ja, langsam jetzt ein bisschen... Ach... Da wollte ich eigentlich nicht hin. Aber egal, wo ich da hinkomme, ich komme immer davon nach raus. Ich glaube, hier will ich rein, richtig? Das ist der Stall. So. Hallo, Pferd. Wir haben doch eine schöne Karotte da.
Pferd erkennt er nicht. Blaze ist des Heus müde. Er ist nicht interessiert. Ja, aber ich will doch. Mach mal so. Ja, auch das funktioniert. Okay. Füttere Blaze mit Karotte und das geht nicht. Das ist ein bisschen schade. Egal. Du hältst die Karotte vor Blaze Nase, die anfängt vorsichtig daran zu schnüffeln. Dann nimmt er es sanft in seinen Mund und isst es. Er schaut dich an und wiehert leise wie in Freundschaft. Ja. Dann soll man noch. Kennt er das? Ja. Du streichelst sanft Blaze weiche Nase. Das scheint ihm zu gefallen. So, und jetzt müssten wir reinkommen. Ha, jetzt macht er uns nichts mehr. So, das Gatter sollten wir aber wieder schließen, finde ich. So. Gut. Jetzt haben wir die Laterne. Dann gehen wir zur geheimen Passage. Da sind wir ja nicht reingekommen, weil es zu dunkel gewesen ist. Wow, was war das? Mist. Wieso ist das jetzt hier runtergegangen? Ha, seltsam. Sehr seltsam. Das muss ich mir noch notieren, dass ich das vielleicht rausschneide. Keine Ahnung, warum der jetzt gerade auf den Desktop gesprungen ist. Ah ne, halt mal. Ich lese es gerade falsch, ja. Wir sollen noch gar nicht dahin gehen, wo ich jetzt hingehen soll. Habe ich jetzt gerade gelesen. Ich dachte, wir müssen dahin gehen. Aber wir sollen zur geheimen Passage upstairs gehen. Hallo? Ah, okay. Na gut, dann gehen wir halt nicht dahin, in diese geheime Passage. Das wäre mein erstes Ding gewesen, aber ich will es nach der Lösung machen, weil, weil nicht, dass wir da wieder was verschieben, dann gehe ich runter und vergesse dann irgendwie was, was wir hier noch machen sollten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das bringt's ja dann auch nicht. Du bemerkst ein leichtes Aroma von Parfüm. Schnüffel, schnüffel. Okay, und das war eigentlich alles, was wir hier machen sollten. Dass wir hier merken, hier war jemand mit Parfüm. Ob das Lillian war? Nein, da gibt's nichts. Und hier drüben? Auch nix. Das heißt, es war's ja tatsächlich. Wir sollten nur hochgehen wegen dem Parfüm. Lillian hat sich ja ziemlich mit Parfüm eingerieben gehabt oder eingesprüht gehabt. Aber es war, glaube ich, auch noch jemand anderes da. Naja, gut. Dining Room. Das soll mal wieder jemand treffen. Und zwar, ja, damit haben wir schon 11.45 Uhr. Ein spätes Vor-Mitternachts-Snack. Und draußen rennt immer noch jemand rum. Ich hätte früher gedacht, es wäre Ethel gewesen, aber die ist ja jetzt tot. Rudy genießt eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Ah, das hätte ich jetzt auch gern. Nicht den Kaffee, Kaffee mag ich nicht, aber den Kuchen.
Ah, Lara, Sie sind noch wach? Mich wundert, dass du so spät noch was isst. Es wird so still hier. Alle müssen wohl ins Bett gegangen sein. Deswegen, auch deswegen wahrscheinlich, wird niemand vermisst, weil es schon so spät ist. Und alle denken, die anderen schlafen schon. Sally ist eine gute Köchin. Hey, wollen Sie mir Gesellschaft leisten? Da du keinen Hunger hast, lehnst du höflich ab. Wissen Sie, ich würde Sie gerne besser kennenlernen. Sie scheinen ein wirklich tolles Mädchen zu sein. Nun, er scheint wieder zu seiner gewohnten lebenslustigen Art zurückgekehrt zu sein. Ich fühle mich sehr zu Ihnen hingezogen, Laura. Sie sind so jung, süß und unschuldig. Ich finde das sehr aufregend. Oh, passt lieber auf. Hey, was ist los mit Ihnen? Fühlen Sie sich mir nicht auch hingezogen? Jetzt, wo Sie es erwähnen? Ja, nun, ich brauche sowieso kein weinerliches Kind, das mich bei meinem Lebensstil einengt. Ja. Sie sind auch immer hier. Warum suchen Sie sich nicht jemand anderen, mit dem Sie spielen können, kleines Mädchen? Genau, gehen Sie Lilien suchen. Jetzt auf einmal wieder. Na ja, der weiß auch nicht, was er will. Haben Sie mich nicht verstanden? Ich sagte, verschwinden Sie. Du bist definitiv Rudy auf den Schlips getreten. Es sieht nicht so aus, als wolle er noch mal etwas mit dir zu tun haben. Aber wir reden trotzdem noch mit ihm. Yep, ich schätze, er wird ziemlich alt. Wir erwarten, dass er bald den Löffel abgibt. Ich werde den alten Kerl sicherlich vermissen. Ihr denkt vielleicht, dass sie mit etwas davonkommt, aber ich habe Neuigkeiten für sie. Es wird nicht funktionieren. Ach, sie ist nichts weiter als eine gewöhnliche Dirne. Wen haben wir noch? Chivas. Wissen Sie, ich wäre nicht überrascht, wenn er und diese französische Dirne da zusammen drinstecken würden. Yep, ich mag seine Einstellung überhaupt nicht. Was mich betrifft, kann man ihnen nicht trauen. Sie ist etwas zu seltsam für meinen Geschmack. Hast du sie eben nicht noch mit höchsten Tönen gelobt? Oh. Ups. Stören Sie nicht meine Mutter. Sie braucht ihre Ruhe. Ja, die hat sie leider schon gefunden. Meine Schwester und ich haben ein richtig gutes Verhältnis zueinander. Manchmal ist es wie ich und sie gegen die Welt. Ja, das geht natürlich nicht. Lillian. Lillian ist rührselig, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich glaube nicht, dass Sie die ganze Geschichte über sie kennen, oder? Nein, ich glaube nicht. Ethel war schon immer die Schande der Familie. Ich weiß nicht, warum Onkel Henry nicht vor Jahren etwas gegen sie unternommen hat. Wäre das jetzt auch ein Motiv? Weil er sie als Schande der Familie betrachtet? Falls das überhaupt gewesen ist. Wissen wir ja nicht. Im Moment, Gloria wird er bestimmt nicht umbringen. Warum sollte er Gloria umbringen? Dann schon eher Clarence, aber Clarence lebt ja noch. Wilbur könnte ich mir vorstellen, dass er umgebracht hat, weil er das Geheimnis von Gloria hat. Aber gerade Gertie und Gloria, warum sollte er seine Mutter und seine Schwester umbringen? Nee, das wüsste ich. Und Ethel? Ja. Das ist weit hergeholt, glaube ich. Diese alte Ratte braucht nicht einmal darauf zu warten, bis mein Onkel stirbt. Ich wette, er hat bereits die Hälfte seines Geldes gestohlen. Wie gesagt, da hätte ich eher geglaubt, dass Clarence eher umgebracht werden würde. Ups. Dieser alte Mann bedeutet nichts Gutes. Ganz unter uns. Er ist die ganze Zeit halb benebelt. Es liegt an dem Zeug, das er mit sich herumträgt. Was haben wir jetzt noch? Wir haben noch Blaze. Dieser alte Gaul ist nicht meine Vorstellung von einem Pferd, wenn denn ein Vollblutpferd. Dann haben wir noch Polly. Ich achte nicht auf den alten Vogel. Jedes Mal, was habe ich denn jetzt falsch geschrieben? Beauregard. Er ist ein recht guter Hund, schätze ich. Besser als die meisten Menschen. Ja, okay.
Dann sind wir hier mal fertig mit. Jetzt sollen wir mal in den Keller nochmal gehen. Also zu Jeeves eigentlich. Der wohnt ja da. Und ich wüsste jetzt nur einen Eingang zum Keller. Und der ist auf der Seite des Hauses. Schauen wir mal. Bald müssten wir ja zum nächsten. War der. Doch, hier ist er doch. Bald müssten wir auch zum nächsten Akt kommen. Sobald wir wieder etwas Wichtiges sehen. Ich glaube, das hieß Kellertür, oder? Ja, genau. Oh, Blumen? Gott speichern, er macht sich frisch. Macht er sich nicht frisch für Fifi? Wahrscheinlich schon. Chivas scheint sich darauf vorzubereiten, jemand Besonderen zu sehen, denn er legt großen Wert auf sein Aussehen, während er in seinem Waschbecken steht. Ja, das wissen wir ja, die wollten sich, glaube ich, treffen. Du bemerkst einen schönen Blumenstrauß auf Jeeves Bett. Du hast das Gefühl, schon zu wissen, wer diese Blumen erhalten wird. Fifi natürlich. So, und dann sind wir hier eigentlich fertig. Ja, die zwei mögen sich, glaube ich. Zumindest er mag sie, wie das jetzt mit ihr ist, ob sie sich an ihn ranschmeißt oder weil sie schmeißt sich ja auch an Henry ran. Gute Frage. Gute Frage. Ich frage mich auch, wohin die Leichen gebracht werden. Ob wir das noch rauskriegen? Oh, und damit haben wir Akt 6 erreicht. Es ist genau 12 Uhr. Das heißt Mitternacht, da es ja nachts ist. Und Henry ist nicht da. Dafür ist ein Rollstuhl da. Das gefällt mir nicht. Ist Henry jetzt der Le Nächste, der gestorben ist? Ha, der Rollstuhl des Colonels steht unbenutzt in der Mitte des Raumes. Oder weil er die ganzen in dieser Passagen und so weiter reingeht. Könnte es sein, dass der noch laufen kann? Ich meine, er hat ja auch einen Gehstock. Das ist eine gute Frage. Und ich würde sagen, ja, hier machen wir Schluss. Akt. Was war's jetzt? Akt 6 haben wir jetzt, beginnen wir jetzt. Und ich finde, das ist doch ein gutes Dings, um ein gutes, guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wird mich jedenfalls freuen. Und es hat mich auch gefreut, dass ihr mit dabei wart. Und bis dahin, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.